So, und nur mal um es kurz anzuschauen, einmal nochmal Last Call BBS. Ja, Ask and you shall receive. Was ist das? Es ist also ein uralter Computer. Dankeschön. Da. So, Drive-O. Netronics Connect. Da ist aber nichts. Doch. Okay, also ja, Mailbox-mäßig. So, was haben wir denn da? Dungeons and Diagrams. The point of this game is to figure out what the map looks like by filling in squares according to the numbers on the top and side. Irgend so ein Rätsel. Download-File. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist unverschämt. Ne? Aber ja, also das heißt, ein uralter Mailbox-Computer, der praktisch in der Kneipe steht und du kannst dir Spiele runterladen und so kleine Computerspiele, so alte Windows-Games und noch älter einfach mal spielen. Dass sie den Download jetzt auch so genau emulieren, ist natürlich ein bisschen unverschämt, aber dann ist es so. Ja, aber das sind ja jetzt nur noch 27 Sekunden, dann geht das ja. Dum, di dum, di dum. Jetzt komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Error. Okay, danke. Oh, ich muss hier dann raus. Gut. Dungeons and Diagrams, das spielen wir jetzt. Brave Adventure. In this game you must use logic to complete the dungeon map by placing walls in the correct spaces. The number next to each row indicates how many walls it contains. Left click to place a wall. Every empty space in a map is part of either a treasure room or a hallway. Right click to mark empty spaces. Treasure rooms, es ist eine Art Sudoku. Are always 3x3 with a single entrance and a single chest. This chest can be in any of the spaces. Okay. I know. Every monster is a dead end. Every dead end contains a monster. Ich verstehe. All empty spaces connect into a single continuous shape. Diagonal spaces are never considered to be adjacent. Always, always one space wide. Outside of treasure rooms, there will be never be a 2x2 block of empty spaces. Okay. Place all walls correctly to solve the puzzle and unlock more. Ich hab's verstanden, ob ich's hinkrieg. So. Also hier sind keine Wände.
Hier, wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist eine einzige Mauer nicht. Ist ein Dead End und hier sind eigentlich noch 1, 2, 3, 4. Gut, da können wir da 1, 2, 3, 4 platzieren. Ist so ein Logikrätsel. Super. So. Da sind auch 4 und da davor können keine sein. 1, 2, 3, 4. Ist auch genau das gleiche. 1, 2, 3, 4. Hier sind nur 3. Reicht aber noch nicht. So, warte mal. Haben wir irgendwo? 1, 2, 3, 4 sind weg. 2, 3. Also sind ja schon 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir irgendwo? Hm. Okay, aber das Rätsel ist klar. Hier kann keiner sein. Hier muss einer sein. Keiner sein kann. Warum kann da keiner sein? Wieso kann da keiner sein? Also weil es dann zu wäre, genau. Und hier, wieso muss da einer sein? Das ist falsch. Wow. Hier ist nur eine Mauer. Hier sein. So, okay. Jetzt ist es so, hier ist definitiv keine. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Ihr kommt noch mit, ja? Fuck. So, jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 Stück übrig. Ah ne, Quatsch, sind ja schon 2, 1, 2. Mhm. So, das bringt also nichts. Hier sind nirgendwo noch welche. 7. 7, hier sind 7. Wir wissen, dass da eine ist, aber wir wissen noch nicht, wo keine ist. 3 mal 3. Das heißt, da und da können keine sein. Achso, nee. Da auch nicht und da auch nicht, klar. So. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, keine Ahnung. Hier kann keiner sein. Na, nicht wie mein Sweeper. Nee, nee. Also hier ist auch keiner. Also hier ist ja gar keiner. So, haben wir irgendwo noch eine größere Zahl? Nein. Hier, 7. Da ist keiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier sind überall Wände. Hier ist keine. Das ist der Eingang. Muss aber nichts heißen. Moment. 3 mal 3.
Oh, Moment. Ah, fuck. Wenn es 3x3 ist, ist das nicht richtig gut. Dann müssen wir das wegmachen. Da, nein. Stimmt ja alles nicht. Oh mein Gott. Nee, das da ist alles nicht klar. Das heißt also, da ist keine, da ist keine, da ist keine. Das stimmt trotzdem. So, sonst wissen wir nichts. Wow. Den können wir auch wieder setzen. Davon haben wir einen hier. Es ist gar nicht einfach. Oh, hier können wir aber definitiv. Das stimmt. Ah, nee. So. Mhm. Wenn da ist, dann ist das definitiv die Mitte. 3x3, dann ist der hier. Und das heißt, dass hier, das kann nicht stimmen. Warte mal, wieso? Moment. Nee, das ist auch falsch. Kann ja auch hier sein, ne? Nee. Oh mein Gott. Das ist brutal. Machst du einen Fehler, dann ist alles wieder weg. Stimmt das hier überhaupt? Mhm. Ja. Ich glaube, das ist für heute Abend tatsächlich nichts. Der ist in einem Dingens. Das kann zum Beispiel hier sein. Dann wären da aber. Warum wusste ich, dass da keiner ist? Das ist klar, null. Nee, es ist tatsächlich zu schwer. So. Vielleicht das zweite. Einfacher. Nein. Ja, hier ist schon mal gut. Hier sind 6 Stück. Dann machen wir, versuchen wir hier mal. Wenn hier 6 Stück sind und es sind nur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier ist einer, dann sind die jetzt wirklich alle nicht. Aber dann stimmt doch das mit dem. Dazu können wir einfach nichts sagen. So. Hier sind 6, aber das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das ist eine zu viel. Mhm. Einer von beiden muss eine sein. Gut, wissen wir nicht.
wir wissen was auch nicht. Ist das so anstrengend jetzt schon? So, hier sind 6. Wissen wir irgendwas? Ach so, Moment. Jedes Monster ist ein Dead End. Muss aber nichts heißen. Ja, da muss einer sein. Dann ist da keiner, da keiner, da keiner, da keiner. Da war doch auch noch ein Solitär, ne? Jetzt ernsthaft? Spiele ich jetzt hier wirklich Solitär? Gar nicht mehr. Was haben wir denn noch? System. Achso, ja, gut, okay. Ja, gut. Und wenn wir jetzt da wieder drauf gehen auf Drive O. Na. Ah, World Time. Was ist das? Warum haben sie denn hier nicht, ne? 22:37 Uhr, also es ist tatsächlich richtig. Es ist wirklich nur World Time, alles klar. Equity first. Ja. Und lass mich raten, es sind die aktuellen Börsenpreise. Der connectet wirklich zur Börse. Oh, ich kann selbst was bauen. Machen wir mal nicht. Oh nein. Oh nein, da macht mir wirklich View Docs was. Die haben eine eigene Tutorial-Seite, wo man praktisch ja, das ist Hackerzeugs im Prinzip, ne? Also das da meinen die auch wirklich ernst, ne? Außer Netronics. Nee, dann doch nicht. Ich glaube, das ist nicht. Nee, das ist nicht echt, alles klar. So, was wollte ich machen? Ich will doch wieder, ja, Katze will rein. Vielleicht dürfen wir noch ein anderes Spiel. So, was können wir noch? Foot Court, Steed Force Hobby Studio, Kabu Vater, The Forbidden Path. Hack and Match ROM-Emulator. Test your block matching metal against 4 wacky hackers.
Wasn't super well known for over here, but we might see. Ja, machen wir mal. Wenn's geht. 2 Minuten 17, super, ich lasse die Katze rein. Was mich an dem Spiel tatsächlich so ein bisschen anmacht, ist, es gab damals in Saarbrücken einen sehr heruntergekommenen Laden, der hieß Die Mahlzeit. Und es war das erste Internetcafé, aber inoffiziell. Die hatten da uralte Maschinen stehen und einen Amiga. Auf dem Amiga sind uralte Spiele gelaufen, der war aber auch im Netzwerk drin irgendwie. Und ansonsten, du hast die ersten IRC-Erfahrungen gemacht und sowas. Das heißt also, ja, und das war ungefähr so halt. Ne? Du hast dann wirklich da gesessen in der Kneipe und die letzte Runde kam und alle waren recht angetrunken und die Leute waren, das waren alles so echte Hacker, so Internet-Urgesteine. Und ja, und die haben dann halt eben solche Spiele auch gespielt und solche Rätsel gemacht und überhaupt und Server aufgesetzt und ganz wahnwitzige Router auf uralten 286ern programmiert. Alles lief auf Linux und so weiter. Also das heißt, diese Kneipe, wo dieser Rechner steht, die kenne ich. Da war ich sogar Gast. Ich war nicht ganz so einer von den Spinnern, aber so ein Anfänger. Da war ich gerade mal, wie alt, weiß ich nicht, 22? Auf jeden Fall sind da jede Menge Minispiele drauf, die alle sehr viel Hirnschmalz brauchen und wirklich, ja. Ne? Dieses Spiel mit den Barbaren, also Dungeons and Dingens, ja, ist ja gut, Katze. Das ist halt eben so wie die PM-Logikrätsel. Du hast ein paar Regeln und musst damit halt eben versuchen, das Ding richtig auszufüllen und musst das auch alles irgendwie genau belegen. Du darfst nicht raten und du darfst auch nicht zu viel voraussetzen. Ja. Und ich habe die Regeln. So, dann gucken wir doch mal, was wir machen. Danke. Ja. Zack, dann gehen wir zu Drive O und machen das mal an. Und das sieht wieder nach Tektronix aus. This game is to be used in Japan only. Ja. Selbst dieses, ja, so Hackerman-Sachen, genau. Mhm. Ja, also. Kannst du bitte mal weggehen? Danke. BASD, JK, ja. Also jetzt Call ist F1. JK. Nix mit Maus. Du willst mich doch verarschen. Wir können es Fullscreen machen. War's das nicht? Was?
Hallo? Ich dachte, man muss einfach Match 3 machen. Na gut. Ernsthaft? Ah, 4. Es sind 4. Okay. Unschaffbar. Oh Mann. Gut, okay. Also wir haben da jede Menge kleine Spiele, die sackschwer sind. Different name. Synonym. Alter. Endlos. Ah, da steht's mal, ja. Okay. Das ist die Anleitung. Sie ist nur auf Japanisch, aber es ist genau. Warum nicht? Mist. Na gut, egal. Bisschen besser. Nein, sei denn nicht gleich bei euch. Überhaupt nicht. Alter Schwede. Aber wir hören gerade auch schon wieder auf, weil, na, das ist was für mich mal alleine und, oh Gott, ja. Aber klar. Sama, wo sind wir hier? Nee, nee. Ei, wo ach, sind schon. Warte mal. Samo, wo sind wir dann hier? Wo sind wir dann hier? Das ist das eher das Saarländische. Ist etwas passiert? Du hast schon recht. Egal. Guck dir mal den Heinz Becker an. Gibt's auf YouTube, ganz ohne Werbung immer. No? Gerd Dudenhöfer spielt Heinz Becker. Das ist das, was wir normalerweise sprechen. Die Zyklonia wohnt da sogar ganz in der Nähe, wo das herkommt. So, egal. Wir sind durch. Das war dieses Spiel. Wir haben also noch jede Menge andere Minigames. Und die sind alle sackschwer. Und alle nicht ganz ernst gemeint. Es sind so, naja, Uraltspiele für Nerds. Genau. Okay. Ich würde sagen, ich habe es angespielt und
irgendwie macht es mich schon an, aus verschiedenen Gründen, aber die Spiele sind einfach für jetzt viel zu schwer. Ich sage danke fürs Zuschauen. So ein Abo wäre natürlich nett. Die armen Leute im Stream, die sehen das alle paar Minuten. Aber bei euch ist es ja immer nur einmal pro Folge. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's auf jeden Fall gut und...